Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Ich hatte ja bereits Videos zu diesem grundsätzlichen Thema Sportjournalismus gemacht, verlinke ich euch gerne mal hier oben. Aber ich habe ganz viele Nachfragen gekriegt von euch, egal ob per Mail oder per Direktnachricht bei Twitter, @thöll, falls ihr mir da folgen wollt, sehr, sehr gerne. Und ich beantworte natürlich auch immer sehr gerne Fragen von jungen, aufstrebenden Leuten. Dachte mir jetzt aber, es bringt einfach mehr, wenn ich dazu vielleicht nochmal ein Video mache, wo ich nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Gehen wir rein mit dem allerersten Punkt, und der allererste Punkt ist die Ausbildung. Das Thema Ausbildung ist natürlich nicht ganz unwichtig, denn ich würde nicht behaupten, dass man unbedingt ein Abitur oder ein Studium braucht, um Sportjournalist, Sportjournalistin zu werden, aber es ist natürlich auch nicht schlecht. Ich würde sagen, ja, der klassische Weg ist eben ganz normal Schule beenden, idealerweise ein Abitur machen. Der Schnitt ist relativ egal, würde ich behaupten. Ich habe selber nicht den allzu besten Abischnitt gehabt. Es sollte aber natürlich schon in der Schule sich vielleicht rauskristallisieren, dass ihr gut seid in den Fächern Deutsch, Englisch, Sport vielleicht auch, wobei das finde ich gar nicht so relevant ist, schlussendlich für den Job, aber könnte später nochmal zum Thema Studium relevant werden. Ja, falls ihr solche Fächer schon in der Schule gerne besucht und einfach merkt, dass ihr gerne schreibt beispielsweise oder dass ihr einfach ein sehr kommunikativer Typ seid, dann sind das schon mal gute Anzeichen und darauf kann man auf jeden Fall aufbauen. Ich habe, glaube ich, so mit 16, 17 mich entschieden, gerne was im Bereich Sport, Journalismus machen zu wollen und habe dann auch eigentlich alles darauf ausgerichtet nach dem Abi. Studium ist natürlich eine Möglichkeit. Es gibt verschiedene Universitäten, Hochschulen, Fachhochschulen. Also entweder ihr sagt, ihr wollt wirklich Sportjournalismus studieren. Das ist sehr spezifisch. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht. Es gibt eben die Sporthochschule in Köln. Da muss man aber einen Eignungstest machen. Dann gibt es die Makromedia, die ist privat. In München, da kenne ich einige Leute, die da sehr erfolgreich runtergegangen sind. Da sind halt die Klassen oder Jahrgänge sehr, sehr klein. Also ich glaube, das sind vielleicht, keine Ahnung, 30 Leute oder sowas pro Jahrgang. Und die sind irgendwie, Makromedia hat auch, glaube ich, ganz gute Connections so in der ganzen Arbeitswelt. Das heißt, da kann man dann vielleicht schon während dem Studium anfangen, A, zu netzwerken und B, vielleicht auch schon coole Praktika zu machen und sich dann für spätere Jobs zu empfehlen. Also Makromedia ist halt eine Privatuni, das heißt, dafür zahlt ihr am Ende des Tages auch. Oder ihr macht es wie ich und macht einfach einen ganz anderen Weg, und zwar, dass ihr gar nicht sagt, ihr studiert gleich Sportjournalismus, sondern ihr macht eher sowas wie Kommunikationswissenschaften oder Medienkommunikation. Das habe ich auch gemacht. Ich war in der Uni Passau, habe da Medienkommunikation studiert, ganz normaler Bachelor, und habe mich dann sozusagen, ich in meinem Kleinen habe mich auf Sport fokussiert, aber in der Uni hatte ich jetzt beispielsweise, glaube ich, keinen einzigen Kurs zum Thema Sportjournalismus, wenn ich mich nicht irre. Ich habe das aber immer wieder geschafft, irgendwie auch in Projekte einzubringen. Es gibt in Deutschland ganz, ganz viele Unis, die dieses Fach anbieten. Ich verlinke euch das gerne mal in der Infobox, aber auch da hilft euch Google, wenn ihr einfach eingebt Uni Deutschland, Sportjournalismus oder Uni Deutschland, Medienkommunikation oder so, dann spuckt es euch automatisch. Es gibt auch so Uni-Rankings, finde ich immer ganz interessant. Kann man natürlich auch sagen, man geht nicht auf eine Universität, sondern man bewirbt sich bei einer Journalistenschule. Das gestaltet sich aber, muss ich gleich von vornherein sagen, etwas schwieriger, weil die nehmen nur ganz wenige Leute pro Jahrgang. Das heißt, da solltet ihr auf jeden Fall schon ein bisschen Schreiberfahrung haben. Es gibt Leute, die sich wirklich sogar erst nach dem Studium bei so einer Journalistenschule dann bewerben. Grundsätzlich ist es natürlich super, wenn man mal auf so einer Schule war, weil die nehmen nicht viele Leute, und das ist meistens schon ein sehr gutes Indiz dafür, wie fachkundig und wie gut die Leute sind, die eben auf Journalistenschulen sind. Ihr müsst dafür, soweit ich weiß, nichts zahlen. Es gibt sogar Journalistenschulen, die euch dafür bezahlen. Das ist beispielsweise bei der Axel Springer Akademie so. Da kriegt man, glaube ich, ich kannte mal jemanden, der da war. Ich glaube, man bekommt da sogar eine Art Gehalt ausgezahlt, also sozusagen pro Monat. Was gibt es alles für Journalistenschulen in Deutschland, die renommiert sind vor allem und nicht irgendwie so Halbseiden? Da kann ich euch auch mal ein paar nennen. Also es gibt die Henry-Nannen-Schule in Hamburg, dann gibt es die Deutsche Journalistenschule in München, dann gibt es eben die vorhin erwähnte Axel Springer Akademie in Berlin und dann gibt es noch die Burda-Schule / Burda-Akademie, da weiß ich jetzt nicht genau den Namen, die ist auch in München, und die RTL-Akademie ist in Köln. Also in allen
größeren deutschen Städten findet ihr solche Journalistenschulen. Meistens läuft es so ab, dass ihr da einen Text oder mehrere Texte einreichen müsst. Das ist sehr textlastig. Das ist jedenfalls der letzte Stand, den ich hatte. Und dann wird man gegebenenfalls zu einem Probetag, Aufnahmetag, wie auch immer das genannt wird, eingeladen, wo du dann nochmal eben gegen andere Kandidaten im direkten Vergleich antreten musst, wo du dann, glaube ich, in einem Tag, sagen wir mal, das ist, glaube ich, meistens ein Samstag oder so, so habe ich es mal gehört, musstest du dann eben eine Reportage in einem Tag schreiben, die geben dir an dem Tag selbst gewisse Themen vor und dann musst du ziemlich ad hoc, wie es eben im Journalistenleben auch ist, eine Reportage schreiben und daran wird dann nochmal sozusagen die krass ausgesiebt, die absolute Elite aus diesen Leuten und die bekommen dann eben den Platz bei der Journalistenschule. Auch hier muss man sagen, ich kenne inzwischen einige Leute aus einem entfernten Bekanntenkreis, die auf so einer Schule waren. Es ist nicht der hundertprozentige Garant, dass du danach einen Top-Job kriegst. Aber es ist natürlich schon so, dass die Absolventen eben gerne auch angestellt werden. Das kann man schon durchaus sagen. Also es ist natürlich eine gute Adresse. Und zu guter Letzt haben wir noch einen ganz anderen Weg. Und deswegen habe ich ja vorher auch gesagt, man muss nicht unbedingt ein Abi haben und man muss auch nicht unbedingt studiert haben. Du kannst nämlich auch einfach als Quereinsteiger ein Volontariat machen oder ein Trainee. Es wird, glaube ich, inzwischen leider immer schwieriger, ohne eine Ausbildung so einen Trainee/Volo zu bekommen, aber es ist nicht ganz unmöglich. Das heißt, das kann ich sehr empfehlen, das habe ich selber auch gemacht. Ich habe das erst nach dem Studium gemacht, habe ein einjähriges Volontariat gemacht bei einem großen Medienunternehmen. Es gibt auch zweijährige Trainees, wo du wirklich, das kann man im Grunde mit einer ganz klassischen Ausbildung gleichsetzen. Das zeigt eben auch ganz gut, es gibt verschiedene Wege, die in den Journalismus führen. Das ist nicht nur im Sportjournalismus so und ich finde es einfach auch schön, wenn ich auch manchmal Leute mitbekomme, die eben nicht irgendwie klassisch studiert haben, kein klassisches Abi gemacht haben, sondern einfach durch ihre Berufserfahrungen vielleicht positiv aufgefallen sind und sich so eben einen Namen machen konnte. Das war schon eine sehr gute Überleitung zu meinem nächsten Punkt. Und zwar ist mein nächster Punkt, der ganz, ganz crucial ist für den Job, praktische Erfahrung. Und das kann ich gar nicht oft genug sagen. Und das sage ich, glaube ich, auch jedem, der mich persönlich anschreibt und nach Tipps fragt, sage ich immer, praktische Erfahrung. Die kann niemand ersetzen. Und da kannst du noch so viele Bücher gewälzt haben und kannst noch so viel Know-how auch in deinem Kopf haben über eine gewisse Sportart. Aber es bringt dir alles nichts, wenn du nichts vorweisen kannst. Und deswegen hatte ich ja vorher schon ganz kurz angeschnitten, Schülerzeitung ist da ein gutes Stichwort. Praktika ist ein ganz, ganz großes Ding. Das könnt ihr entweder vielleicht schon während der Schulzeit machen, aber man muss realistisch sein, eher im Studium oder nach der Schule ist es dann relevant. Da habe ich dann auch meine ersten Praktika gemacht und da kommt gleich mein fetter erster Tipp, den ich gerne an euch geben würde. Und zwar ist das, macht lieber 2 bis 3-monatige Praktika als 6-monatige Praktika. Ich weiß, dass das nicht mehr so einfach ist. Es hat sich einiges geändert. Ich glaube, viele Firmen geben nur noch 6-monatige Praktika raus oder wollen vielleicht auch kürzere Praktika nicht vergüten. Ich bin da jetzt nicht komplett auf dem neuesten Stand, weil ich einfach nicht mehr in der Position bin, dass ich gerade nach Praktika suche. Aber es ist einfach so, dir als Praktikant, und ich rede jetzt nicht vom Arbeitgeber, weil natürlich ist für den ein 6-monatiges oder ein 1-jähriges Praktikum viel besser, weil du im Grunde eine billige Arbeitskraft bist, sagen wir es, wie es ist. Aber für euch würde ich wirklich sagen, für junge Leute, die was lernen wollen, macht lieber viele Praktika und 2-3 Monate reichen vollkommen aus, weil ihr werdet als Praktikant nie die Verantwortung bekommen, die ein Festangestellter hat und die solltet ihr auch nicht bekommen. Und wenn ihr sie doch bekommt, dann wisst ihr, dass ihr ausgenützt werdet, weil, wie gesagt, ihr seid da, um zu lernen und um Fehler zu machen und um möglichst viel sozusagen aus dieser Zeit mitzunehmen und nicht um eine vollwertige Arbeitskraft zu ersetzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Für euch ist einfach, glaube ich, also für mich war es jedenfalls so, ich habe nach dem Abi ein 2-monatiges Praktikum bei einer klassischen Lokalredaktion gemacht und habe dann nochmal ein 2-monatiges Praktikum bei einer Sportredaktion gemacht, auch im Journalismus. Also es waren beides ganz, ganz, ganz klassische Zeitungsjournalismus-Praktika.
Und ich habe da extrem viel gelernt. Ich habe extrem da viel drüber gelernt, was ich nicht will später in meinem Job. Ich habe drüber gelernt, was mir Spaß macht. Ich habe gelernt, wo ich gut drin bin. Ich habe total Berührungsängste verloren, weil ich einfach Umfragen machen musste, weil ich Interviews führen musste. Auch damals mit Bayern-Stars wie beispielsweise Dante oder so. Du wurdest einfach losgeschickt und mit einem Mikro und hier, mach mal. Ich habe da einfach extrem viel gelernt und ich glaube, ich hätte nicht so viel gelernt, wenn ich bei einem von den beiden 6 Monate gewesen wäre. Ich hätte vielleicht meine Fertigkeiten noch feingeschliffen, aber ich hätte nicht so viel, so einen Rundumschlag sozusagen gehabt mit wirklich für mich Sachen, die ich bis heute sozusagen da rausgezogen habe. Und auch das Thema Netzwerken ist ganz groß. Das werde ich später auch nochmal ansprechen. Und logischerweise könnt ihr bei 2 Praktika in der gleichen Zeit deutlich mehr Leute kennenlernen und netzwerken als bei einem Praktikum. Und deswegen wäre das auf jeden Fall ein ganz, ganz fetter Tipp von mir. Denkt da bitte nicht dran an das, was dem Arbeitgeber, was für die gut ist, sondern denkt bitte an euch selber. Als Praktikant muss man egoistisch sein und holt da bitte das Beste für euch raus. Dann praktische Erfahrungen kann man natürlich auch als Freelancer und als Selbstständiger sammeln. Und auch hier gilt, je früher, desto besser. Ich habe das ein bisschen verschlafen. Ich habe mich erst vor 2 Jahren selbstständig gemacht. Immer, weil ich so ein bisschen Angst hatte. Wie ist es? Dann muss man ja irgendwie steuerrechtlich gucken und traue ich mir das zu und ich habe doch eh keine Kunden und bla bla bla. Ich kann euch da wirklich nur zu raten, es ist alles überhaupt nicht wild. Man braucht einfach nur eine Steuernummer als Selbstständiger, denn das bekommt ihr beim Finanzamt. Das ist kein großer Papierakt und da muss man auch nichts wissen. Also das geht super easy und ihr könnt einfach im Jahr bis zu 17.000 Euro steuerfrei zu verdienen, ohne, weiß jetzt nicht, wie das mit BAföG ist, nagelt mich da bitte nicht an die Wand, wahrscheinlich geht das nicht, aber ihr könnt einfach 17.000 Euro einfach so dazu verdienen und es müssen ja nicht 17.000 Euro sein, es reicht ja schon, wenn es 1.000 Euro sind, aber einfach, dass ihr früh anfangt, ihr habt beispielsweise ein Praktikum irgendwo gemacht und die würden im Anschluss gerne mit euch zusammen weiterarbeiten, ihr studiert aber beispielsweise noch. Dann ist es doch perfekt, wenn ihr sagt, hey Leute, ich studiere noch, aber ich habe neben dem Studium beispielsweise Zeit. Ich würde anbieten, dass ich vielleicht 2 Tage die Woche noch als Freelancer für euch weiterarbeite. Super interessant. Ich glaube, ganz viele Redaktionen arbeiten ja auch viel mit Freelancern zusammen, hätten total Bock dann zu sagen, ja cool, du warst jetzt gerade erst bei uns, du bist voll im Topic drin, du kennst jeden, arbeite erstmal als Freelancer für uns weiter. Super gut, kann ich euch super empfehlen und es ist natürlich super, weil ihr einfach auch Projekte habt. Ihr lernt auch schon sozusagen, wie man Projekte organisiert. Ihr seid selbstständig, ihr könnt euch auf so viel berufen beim ersten Jobinterview und es wird bei jedem Arbeitgeber super ankommen, wenn ihr sagt, ich habe schon gefreelanced, ich weiß, wie der Hase läuft, ich habe die Projekte umgesetzt. Das ist top, das kann ich euch sagen. Das ist top, da wird keiner sagen, was, wieso hast du gefreelanced? Nein, jeder wird es gut finden. Und ihr könnt im Idealfall auch schon Programme nennen, die mit denen ihr gearbeitet habt. Also beispielsweise Adobe, ganz, ganz großes Thema. Kann ich euch, wenn ihr Sportjournalisten werden wollt, nur ans Herz legen. Es gibt ein super gutes Angebot von Adobe für Studenten. Ich glaube, 20 Euro im Monat. Perfekt, so günstig werdet ihr Adobe nie wieder bekommen. Also falls ihr irgendwie das abzwacken könnt, macht es. Schaut schon mal, dass ihr ein bisschen mit Adobe Premiere, mit dem Schnittprogramm klarkommt. Es gibt auch, glaube ich, ein Audio-Cutting-System von Adobe. Da bin ich jetzt aber gerade ein bisschen überfragt. Ich glaube aber ja. Dann gibt es Adobe Photoshop natürlich, wo ihr Bilder bearbeiten könnt und. Also es gibt da viele Programme. Oder ihr holt euch Final Cut beispielsweise. Also alles, was irgendwie im Bereich bewegtes Bild am Ende sein soll bei euch, da werdet ihr einfach Schnittprogramme brauchen. Und das ist auch eines meiner biggest regrets. Ich habe das im Studium ein bisschen gelernt. Ich hatte da glücklicherweise eine Uni, die da die ganzen Programme immer zur Verfügung gestellt hat. Und ich hatte da auch Kurse, thank God. Aber es ist bei mir immer noch alles natürlich rudimentär und Leute, die gut schneiden können, das ist einfach top, wirklich. Ich kenne so viele Jobs im Bereich Medien, wo man das braucht. Und der Trend geht einfach auch dahin, dass man irgendwie alles so ein bisschen können muss. Von dem her, selbst wenn ihr denkt, ihr seid Texter und ihr seid
ja, ihr schreibt lieber. Es wird euch trotzdem nie schaden, wenn ihr ein bisschen was von den Adobe-Programmen beherrscht. So viel kann ich auf jeden Fall schon verraten. Ja, und für eben die Schreiberlinge kann ich auch noch als letzte Anmerkung zu dem Thema praktische Erfahrung sagen. Schreiben, schreiben, schreiben. Versucht wirklich ganz, ganz viel zu schreiben. Egal ob als Freelancer, in der Schülerzeitung, macht einen eigenen Blog, schreibt irgendwie eigene Instagram-Captions, also macht irgendwie vielleicht ein Instagram-Diary mit langen Captions. Es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage, weil es ist einfach so, Schreiben ist halt eine Übung. Ich glaube zwar schon so ein bisschen dran, dass man das entweder so ein bisschen kann oder nicht kann, also einfach eine Begabung dafür hat und auch eine Freude irgendwo daran hat. Aber es ist schon auch natürlich was man üben kann, dass man wirklich einfach mal so verschiedene Textformen durchgeht und die übt und vielleicht dann auch einfach an Leute gibt. Falls ihr Leute in eurem Umfeld habt oder falls ihr eine coole Deutschlehrerin habt, falls ihr Eltern habt, die vielleicht im Bereich Text arbeiten, einfach denen gebt und ja, probelesen. Also seid da offen für Kritik. Niemand startet perfekt. Selbst der größte Autor hat irgendwo mal angefangen. Und deswegen, das kann ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr euch ans Herz legen. Wendet euch an Leute, fragt die um Hilfe, weil, wie gesagt, jeder hat mal angefangen und jeder ist eigentlich happy, euch zu helfen. Kommen wir zum dritten Punkt, der auch sehr, sehr wichtig ist in dem Job, einfach insgesamt im Bereich Journalismus, Medien. Es ist natürlich ein kommunikativer Job, deswegen ist Netzwerken ganz, ganz wichtig. Ich weiß, vielen hängt es schon aus den Ohren raus. Es ist auch inzwischen so ein bisschen totgesagter Begriff Netzwerken, Networking, aber es ist einfach sehr wichtig, man sollte Leute kennen, es wird euch eure restliche Karriere auf jeden Fall benefiten, wenn ihr Leute kennt. Manche machen das sehr gut, andere machen es nicht so gut und das merkt man dann auch. Da wäre mein erster Tipp gleich zu Beginn, LinkedIn ist ja gerade so die Plattform für Job und Netzwerken. Kann ich auch sagen, nutze ich mit Abstand am meisten, auch wenn ich LinkedIn manchmal auch ein bisschen gruselig finde, was da für Leute unterwegs sind und diese ganzen Motivationscoaches und so wirst du zum, weiß ich nicht, Schriftsteller in 5 Tagen, bla bla bla, das ist mir manchmal auch ehrlich gesagt ein bisschen zu hochgestochen und zu fake und irgendwie komisch, aber generell ist LinkedIn einfach, finde ich, die nutzerfreundlichste Plattform. Und deswegen wäre mein Tipp, fangt da auch sehr, sehr früh mit an, dass ihr einfach auch schon während dem Studium, während der Schule beispielsweise, euch ein LinkedIn-Profil anlegt, auch ein professionelles. Da gibt es einen guten Podcast, den kann ich euch auch gerne mal hier unten verlinken, wo eine von LinkedIn auch interviewt wurde, wie man dann sich sozusagen ein gutes LinkedIn-Profil anlegt. Da kommt es ganz viel auch aufs Foto drauf an. Es kommt darauf an, dass man möglichst viel ausgefüllt hat natürlich. Also es gibt da viele Hacks, würde ich mal sagen. Und genau, fangt da früh mit an, weil das baut sich natürlich übers Leben auf und vielleicht ist eine Person, mit der ihr mal Abi gemacht habt, jetzt gerade für euch nicht relevant, aber die könnte natürlich in 15 Jahren nochmal relevant sein. Das weiß man halt nie so genau. Und ich habe da eigentlich erst so richtig im Studium mit angefangen und bin aber auch froh, dass ich es gemacht habe. Das ist ja kein großer Aufwand. Also heutzutage hat man ja eh so viele soziale Plattformen, da kann man dann auch alle, die den Job betrifft, irgendwie noch mit dazu tun. Auch die restlichen sozialen Plattformen, wie beispielsweise Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, kann ich euch natürlich nur ans Herz legen. Ihr müsst nicht überall vertreten sein, aber Twitter beispielsweise finde ich sehr wichtig, wenn man im Bereich Journalismus arbeiten möchte. Auch da gilt, es gibt kein Alter, das perfekt ist für Twitter. Könnt ihr auch schon früh anfangen. Es gibt Leute, die sind 20 und haben schon ein Following von 20.000 Leuten bei Twitter. Also da sage ich nur Chapeau. Ich bin zum Beispiel in der Community auf Twitter, die ganz, ganz viel sich um das Thema NFL und American Football und eben auch Sport dreht. Eigentlich nur um Sport, weil ich eben nur solchen Leuten folge und die wiederum ja dann auch mir meistens folgen. Also man hat sehr viele Interessensüberschneidungen. Und ich erfahre inzwischen wirklich fast alles aus dem Bereich Sport auf Twitter. Aber das ist super, super gut. Twitter auch als sozusagen Informationsquelle, aber eben auch zum Vernetzen kann ich sehr empfehlen. Und als nächstes YouTube. Falls ihr YouTuber seid, falls ihr im Bereich Video mal arbeiten wollt, kann ich auch hier empfehlen. Vernetzt euch da. Bietet vielleicht auch anderen YouTubern, die Ähnliches machen wie ihr, die auch vielleicht eine ähnliche Größe haben wie ihr, bietet doch da mal einfach eine Zusammenarbeit an. Also ich habe das jetzt schon öfter gemacht. Beispielsweise habe ich Julian mal hier bei mir auf dem
Kanal gehabt, Julian Barsch, ist auch ein YouTuber, slash Podcaster, slash eierlegende Wollmilchsau, der auch ganz viel zum Thema Football macht. Und ja, da haben wir dann einfach gesagt, wir machen ein Video bei mir und wir machen ein Video bei ihm. Oder beispielsweise Flo war ja jetzt auch schon öfter da und ich war schon öfter auf seinem Kanal. Also sowas ist super gut. Klar ist da auch das Menschliche, der menschliche Aspekt spielt da auch eine Rolle, dass ihr euch halt verstehen solltet, auch zwischenmenschlich. Ich bin nicht so ein Fan davon, nur für die Arbeit irgendwie Sachen zu faken und nur damit man bessere Klickzahlen kriegt oder so. Eigentlich alle Leute, die ich bei mir auf dem Kanal zu Gast habe, sind Leute, mit denen ich mich einfach sehr gut auch verstehe und die ich gerne dann auch sozusagen bei mir zu Gast habe und denen ich auch gerne Plattform biete. Und ich glaube, das beruht dann auch auf Gegenseitigkeit. Und schaut halt einfach, dass ihr vielleicht nicht unbedingt gleich, wenn ihr gerade mit YouTube gestartet habt, sagen wir mal, ihr habt 50 Abonnenten, dann fragt vielleicht nicht einen YouTuber an, der, weiß ich nicht, 100.000 Abonnenten hat, sondern schaut, dass ihr so ein bisschen in eurer Range bleibt. Das macht einfach Sinn und ich glaube, da sind auch die Erfolgschancen natürlich deutlich höher. Und dann kann man sich ja langsam hocharbeiten und ich finde das immer sehr schön, auch andere Leute zu unterstützen und ich glaube, das wird sich am Ende immer auszahlen. Es gibt natürlich noch als letztes Netzwerk-Tool klassische Events. Das ist jetzt während Corona so ein bisschen eingeschlafen. Aber auch hier gilt, ich hatte da mal eine Phase, wo ich sehr umtriebig war, wo ich auch in Berlin hier auf einigen Events war, wo ich auch wirklich interessante Leute, wie beispielsweise einen Kanuten, der jetzt auch bei Olympia mit dabei war, kennengelernt habe. Das kann aber natürlich auch ganz klassisch bei euch irgendwie im Sportverein sein oder im Fanclub oder so. Wenn ihr beispielsweise Frankfurt-Fans seid und ihr euch da irgendwie organisiert, dann kann man da auch Leute kennenlernen, die einem auch vielleicht beruflich irgendwie mal von Nutzen sein könnten. Also versucht da so ein bisschen outside the box zu denken und vielleicht auch einfach mal nicht immer nur alles online und man schaut in seine Box rein und irgendwie Blackbox, sondern einfach auch mal vielleicht auf die Straße gehen, Leute wirklich im echten Leben kennenlernen. Und klar, das sagt sich jetzt leicht, weil ich lebe hier in Berlin, aber früher habe ich auch eher im Dorf gelebt und ja, spätestens im Studium wird es dann vielleicht auch sich wandeln bei euch, also verzagt da bitte nicht. Jetzt kommen wir auch schon zum letzten Punkt und es ist, finde ich, fast sogar der wichtigste Punkt, weil auf den am Ende alles zurückgeht. Und das ist der Punkt, überlegt euch vorher, was ihr machen wollt beruflich. Also wirklich spezifisch. Überlegt euch, was ihr wollt und was ihr nicht wollt. Ich würde euch dazu raten, das einfach mal aufzuschreiben. Ich bin immer ein Fan davon, Sachen zu Papier zu bringen, weil man dann einfach auch nochmal visuell vielleicht sich das aufhängen kann und man kann es vielleicht auch so ein bisschen als Goal nehmen, dass man sich das irgendwo aufhängt und weiß so, okay, das will ich und sich auch selber immer wieder daran erinnern, weil es gibt einfach in diesem Job sehr, sehr viele unterschiedliche Arbeitsweisen, es gibt sehr viele unterschiedliche Medien, es gibt sehr viele verschiedene Arbeitgeber, es gibt sehr viele verschiedene Werte, also man kann da sich sehr verlieren, finde ich. Also ich nenne euch jetzt mal ein paar Beispiele. Willst du Schicht arbeiten oder nicht? Ist es dir wichtig, das Wochenende frei zu haben oder nicht? Bist du eher der Typ, der gerne im Büro arbeitet mit Kollegen oder bist du jemand, der zum Beispiel gerne vor Ort ist bei Sportveranstaltungen, also wirklich irgendwie im Stadion oder sowas? Oder bist du vielleicht jetzt seit Corona der Typ, der am liebsten nur remote von zu Hause aus arbeiten möchte? Hast du Haustiere? Weil das könnte ein Problem werden. Bist du eher der Typ, der alleine arbeiten möchte, also vielleicht selbstständig? Oder brauchst du auf jeden Fall ein Team an deiner Seite? Also es gibt da so viele Möglichkeiten, sich das vorher zu überlegen und dann auch passend dazu A, sein Studium auszuwählen, B, seine Praktika auszuwählen, C, später den Arbeitgeber auszuwählen. Deswegen kann ich euch das so, so sehr ans Herz legen. Wisst, was ihr wollt. Manchmal weiß man natürlich am Anfang der Karriere, denkt man, man weiß, was man will und dann ändert sich das nochmal und Prioritäten verschieben sich beispielsweise. Das ist ganz normal. Aber so grundsätzlich ist es, glaube ich, schon sehr wichtig. Und jetzt wäre noch natürlich die Frage, vielleicht auch für viele Berufseinsteiger, ja, wo finde ich denn überhaupt Stellen? Sagen wir mal, ihr seid fertig mit dem Studium und ihr sucht jetzt nach einer passenden Stelle. Also es gibt tatsächlich nicht so viele Webseiten. Klar, LinkedIn gibt es eben, da müsstet ihr euch halt einfach die ganzen Firmen, die euch interessieren oder Verlagshäuser oder Medienunternehmen, wie auch immer, raussuchen und gucken, was die für Stellen inseriert haben. Das ist ja der ganz klare Klassiker so. Aber es gibt eben auch zwei andere Webseiten, die ich persönlich zum Beispiel auch nutze. Die eine heißt actionsports.com. Das geht dann eher so Richtung Ski Alpin, Snowboarden, Red Bull,
Surfen, also so, falls ihr in der Szene unterwegs seid, also mehr so Bergsteigen, Outdoor, in die Richtung, verlinke ich euch gerne in der Infobox. Und die andere, das ist ein Newsletter / Webseite, fußballjobs.de, kann ich euch auch sehr empfehlen. Die haben eben auch hauptsächlich Jobs aus dem Bereich Fußball. Was natürlich auch immer geht, hört euch um, schreibt auf Twitter, Leute, ich suche gerade, könnt ihr mir was empfehlen? Kennt ihr jemanden, der was sucht? Schreibt auf LinkedIn. Also macht auf jeden Fall euch bemerkbar, weil es wird niemand bei euch an der Tür klopfen und sagen, hey, hast du nicht Lust? Also vielleicht schon irgendwann mal, wenn ihr ein gewisses Standing habt, aber davor ist es einfach so, dass ihr so ein bisschen der Welt mitteilen müsst, dass es euch jetzt gibt und dass ihr Bock habt. Leute, die alles machen, sind mir persönlich immer ein bisschen suspekt, weil ich glaube, dass es sehr schwierig ist, im Bereich Sport wirklich eine Expertise in so vielen verschiedenen Sportarten zu haben und dann noch vielleicht auch in allen Medienformen sozusagen fit zu sein. Deswegen bin ich immer ein Fan davon, vielleicht sich so 2, 3 Steckenpferde rauszusuchen. Sagen wir mal, ihr seid gut im Video, dann vielleicht Video und dann vielleicht noch Audio und dann sagt ihr, ihr macht Fußball und Tennis beispielsweise. So würde ich das angehen, aber da gibt es natürlich keine Regeln und jeder Kollege, jede Kollegin macht das anders. Das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen geholfen. Falls ihr noch weitere Fragen habt, stellt die gerne in den Kommentaren. Dann sehen es auch alle, dann kann ich die an alle auch beantworten. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder beim nächsten Video einschaltet. Lasst dem Video gerne einen Daumen da. Nach oben natürlich. Falls ich mal einen Gast aus dem Bereich Sportjournalismus hier haben soll, also einen Kollegen, eine Kollegin, sagt mir gerne Bescheid. Das wäre auf jeden Fall was, was ich umsetzen könnte. Und dann wünsche ich euch noch auf jeden Fall einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.